Herzlich willkommen zu Folge 176 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik. Heute am 8. September 2021. Mein Name ist Corinna Budras und ich bin Berlin-Korrespondentin und befasst mit allen Dingen, die irgendetwas mit Recht zu tun haben. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Jetzt stürzen wir uns gleich in die Themen, denn es gibt einiges zu besprechen. Gestern, also am Dienstag, war die vorläufig oder mutmaßlich letzte Sitzung vor der Bundestagswahl. Es gab viel zu besprechen, gab einige Wahlkampfreden, aber vor allen Dingen wurde das Infektionsschutzgesetz geändert und darüber möchte ich gleich sprechen mit der Privatdozentin Andrea Kiesling. Die hatten wir hier schon mal zu Gast vor einiger Zeit und die ist eben sehr nah am im Infektionsgeschehen dran, also jedenfalls an dem Gesetzgebungsverfahren dazu, kommentiert das auch immer auf Twitter, also das wäre eine ganz große Twitter-Lese- und Folgeempfehlung von meiner Seite. Ich kann vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass wir nicht nochmal das Auskunftsrecht für Arbeitgeber thematisieren wollen, das war ja großes Thema in der letzten Folge. Das ist jetzt nun auch implementiert im Infektionsschutzgesetz, allerdings in wesentlich geringerer Form, in abgespeckter Form als das, was wir letzte Woche besprochen haben. Also es gilt jetzt nur für einige Berufsgruppen. Es sind noch einige Berufsgruppen hinzugekommen, so möchte ich es mal formulieren. Insbesondere Kita-Mitarbeiter oder auch Lehrer. Und auch Personal in Altenheimen und Pflegeheimen müssen jetzt darüber Auskunft geben, ob sie geimpft sind oder nicht. Jedenfalls kann der Arbeitgeber das beanspruchen. Aber alles andere werde ich gleich mit Andrea Kiesling besprechen. Und dann habe ich natürlich im weiteren Verlauf wieder Pia Lorenz an meiner Seite, die mit mir besprechen wird, was in der vergangenen Woche angestanden hat. Also konkret geht es um natürlich den GDL-Streik, der auch wieder die Arbeitsgerichte beschäftigt hat. Das wird uns, da werden wir vertieft uns mit auseinandersetzen. Dann gibt es noch ein zweites schönes arbeitsrechtliches Thema, nämlich die Frage, ob Arbeitnehmer darauf pochen können, im Homeoffice zu bleiben, wenn sie es denn wollen, oder ob nicht umgekehrt der Arbeitgeber das Recht hat, die irgendwann auch mal zurückzurufen. Das erhitzt sicherlich auch die Gemüter. Und ansonsten habe ich noch ein Urteil vorzustellen vom EuGH, das ja die Energiewende vielleicht auch maßgeblich noch beeinflussen könnte hier in Deutschland. Dann haben wir natürlich ein paar Themen, die uns künftig beschäftigen werden, also in den nächsten Tagen. Die stellt uns Pia in unserer Rubrik Was kommt vor? Und dann haben wir natürlich noch ein besonders schönes gerechtes Urteil heute. Ja, und wir beginnen mit dem Infektionsschutzgesetz, das gestern, ich habe es eben gerade erwähnt, in der letzten Sitzung des Bundestages noch einmal Thema war. Und auch wenn es ja so ein bisschen im Wahlkampfgetöse untergegangen ist, hat es doch einige wirklich sehr interessante Neuerungen aufzubieten. Das war nämlich die letzte Gelegenheit vor der Bundestagswahl, die Corona-Gesetzung herbst- und winterfest zu machen. Danach kommt wohl für längere Zeit nichts. Und ob das jetzt gelungen ist, möchte ich nun mit Andrea Kiesling besprechen. Sie ist Privatdozentin für öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Migrationsrecht und lehrt da derzeit an der Universität Münster. Im Corona-Jahr hat sie ja regelmäßig den Abgeordneten des Bundestages zu den Corona-Maßnahmen Rede und Antwort gestanden, hatte da eine beratende Rolle. Und deswegen freue ich mich jetzt, Frau Kiesling, dass Sie schon wieder bei uns sind. Hallo Frau Budras. Ich habe eben gerade gesagt, das war die letzte Gelegenheit, die Corona-Maßnahmen herbst- und winterfest zu machen. Bevor wir schauen, ob das gelungen ist, erst einmal die Frage, was genau haben die Abgeordneten denn beschlossen? Das sind verschiedene Regelungen. So das Wichtigste, das wo auch am meisten in der Presse darüber berichtet wurde, ist jetzt die Abkehr von der 7-Tages-Inzidenz. Also nicht die komplette Abkehr, aber man hat sie ersetzt durch 4 Kriterien und die 7-Tage-Inzidenz ist jetzt nur noch ein Kriterium von 4. Man hat außerdem eine Rechtsgrundlage geschaffen für Testpflichten bei der Einreise, die da in bestimmten Fällen jetzt gelten oder aus verschiedener Form galten sie schon vorher, aber man hat das nochmal erweitert.
Und man hat auch eine Regelung getroffen für den Fall, dass der Bundestag irgendwann nicht mehr die epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen will, selbst wenn sie eigentlich noch besteht, und dass dann die Länder weiterhin Corona-Schutzmaßnahmen ergreifen können. Genau, das war eine ganz skurrile Sache. Da können wir vielleicht gleich mal reingrätschen. Und also das ist nämlich erklärungsbedürftig. Ne? Wenn ich richtig verstanden habe, gibt es jetzt so ein paar Maßnahmen, ne? Also insbesondere das Abstandsgebot, die Maskenpflicht, 3G und Hygienekonzept, die unabhängig von der Risikoschwelle zum präventiven Infektionsschutz möglich sind. Ne? Ist das richtig? Genau, das ist auch eine der Regelungen. Genau, die hat man sozusagen von diesen Kriterien entkoppelt. Also bislang war es die 7-Tage-Inzidenz, diese Schwellen, die wir da im Infektionsschutzgesetz hatten, von 35 und 50. Und jetzt sagt man, auch die neuen Kriterien, die wir eingeführt haben, die müssen wir dafür gar nicht mehr berücksichtigen, sondern man kann diese Maßnahmen, eine weitere ist noch die Kontaktdatenerfassung, das kann man jetzt einfach immer regeln. Einzige Voraussetzung ist aber auch, dass der Bundestag die epidemische Lage festgestellt hat, also dass die Länder, wenn er das nicht mehr macht, noch mehr oder weiterhin Schutzmaßnahmen ergreifen können. Das ist nochmal ein anderer Absatz. Achso, okay. Vielleicht nochmal, jetzt müssen wir zu den vier neuen Kriterien kommen. Also die Infektionsinzidenz, haben Sie schon gesagt, ne, die sinkt jetzt gerade leicht wieder, ne, aber bewegt sich so um die 80 herum. Die ist uns allen bestens bekannt, aber wird jetzt nun flankiert. Vor allen Dingen mit der Hospitalisierungsinzidenz. Hab heute Morgen gehört, 1,6 ist sie im Moment. Da wird man sich nochmal ordentlich dran gewöhnen müssen, ne? Wie, also um Gefühl dazu zu bekommen, wie dringlich was ist. Ja, da hat man so als normaler Bürger, normale Bürgerin im Prinzip noch gar nicht so ja, den Begriff, ab welchem Wert wird es dann kritisch. Und es ist auch nicht so, dass im Gesetz da jetzt ja ein Wert stünde. Mhm. Also wir wissen gar nicht, wenn das und das überschritten wird, dann soll was passieren. Wenn es auf einmal 10 ist oder so, ne? Ja, also man weiß es gar nicht. Die Hospitalisierungsrate oder diese auch so eine Inzidenz, die wird jetzt hervorgehoben im Gesetz. Aber wann genau, also was da überschritten werden muss, damit was passiert, das ist jetzt den Ländern völlig überlassen. Wir haben außerdem noch die intensivmedizinischen Kapazitäten, die dann wahrscheinlich abgefragt werden in diesem zentralen Register. Ne? Und wir haben die Impfquote, die sich leider nicht so erfolgreich verhält und nicht so erfolgreich entwickelt, wie wir das alle gerne hätten. Das ist einfach so dieses Potpourri aus vier Kriterien, die jetzt künftig darüber bestimmen, was passiert, welche Maßnahmen passieren, aber allerdings ohne, dass Risikoschwellen definiert werden im Infektionsschutzgesetz. Das bleibt, um das mal deutlich zu sagen, den Ländern überlassen. Das heißt, wir werden 16 Risikoschwellen haben, ne? Also jeder, oder mendelt sich da schon irgendwie was raus? Ja, das ist die gute Frage. Also es können 16 verschiedene sein. Die Frage ist, ob das dann doch wieder auf diesen Ministerpräsidentenkonferenzen dann doch wieder abgestimmt wird oder jedenfalls zum Teil. Also mal schauen, was dann da geregelt wird. So ein bisschen haben die Länder das ja hier und da auch schon mit ihren Ampelsystemen. Aber zum Teil ist das auch in den Verordnungen auch da nach wie vor relativ offen, inwiefern diese Kriterien denn jetzt wirklich berücksichtigt werden. Da steht dann manchmal nur drin, dass das irgendwie der Fall ist, aber ohne, dass man da jetzt so starre Grenzwerte nennt. Eine Sache, die auch noch jetzt neu ist, ist, glaube ich, im Paragraph 28a, neue Nummer 2a, ne, da wird die 3G-Regel verankert. Können Sie das noch kurz erklären? Genau, das ist die Regelung, die wir ja alle kennen, dass man beim Restaurantbesuch oder bei einer Veranstaltung halt geimpft, genesen, getestet sein muss und das dann nachweisen muss. Das ist etwas, was es ja jetzt auch schon länger gibt und was man auch bislang unter den 28a fassen kann. Wir haben in diesem Schutzmaßnahmenkatalog in Absatz 1, wo dann die Restaurants angesprochen werden und Veranstaltungen, da steht dann immer das Wort Beschränkung. Das heißt, ich kann ja eine Veranstaltung beschränken, indem ich dann diese 3G-Regelung dort einführe. Das heißt, man konnte das bislang da schon drunter fassen, aber ich glaube, es ist ganz gut, weil das ja jetzt doch so eine zentrale Rolle einnimmt bei der Epidemiebekämpfung, dass man das einmal herausstellt. Also dass es wirklich im Gesetz auch konkret genannt genau, wird. Aber das hat jetzt nicht mehr als Klarstellungscharakter letztendlich. Genau, ne? Genau. Genau. Wird aus der 3G-Regel irgendwann auch mal die 2G-Regel? Also das Gesetz verbietet es nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man aus dem Wortlaut, da werden ja jetzt alle drei genannt, alle 3Gs, dass man daraus jetzt ableiten kann, es müssen auch immer diese drei sein. So ist es auch nicht gemeint.
Das ergibt sich dann so aus der Begründung oder auch aus dem Zusammenhang, aus den Überlegungen, die man im Gesetzgebungsverfahren hatte. Also das kann man dann auch darunter subsumieren. Mhm. Das ist dann letztlich ja eine verfassungsrechtliche Frage, ob das zulässig ist. Und das ist dann einfach abhängig von den Erkenntnissen, die man da hat, ob Getestete, also ob einfach das Risiko da höher ist, dass sie ansteckend sind. Und so ist es wohl. Mhm. Sagen Sie, vielleicht bevor wir nochmal diese 2G-Regel gleich vertiefen, vielleicht jetzt an dieser Stelle nochmal Ihre Einschätzung. Ich habe ja am Anfang gesagt, das sollte jetzt Herbst bzw. Winter festgemacht werden, weil man ja auch nicht so genau weiß, ne, wann das jetzt sich die neue Regierung zusammenrauft, wie das mit den Koalitionsverhandlungen wird und so weiter und so fort. Ist es denn gelungen? Also sind Sie der Meinung, damit können wir jetzt gut in das in die neue Corona-Saison starten? Also ich würde, das kommt so ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man sich das fragt. Also schön wäre ja irgendwie, wenn man wüsste, was passiert eigentlich wann. Also einmal wirklich ab, also was muss passieren, damit überhaupt andere Maßnahmen ergriffen werden und welche Maßnahmen wären das dann überhaupt? Weil man hat das Gesetz ja nicht angepasst, hat jetzt irgendwie die Ausgangssperren, die da ja auch nach wie vor genannt werden, irgendwie gestrichen oder hat nochmal zu Schulschließungen irgendwas gesagt und da reingeschrieben, naja, das kann wirklich nur das allerletzte Mittel sein. Das hat man ja alles unangetastet gelassen. Und deswegen ist eigentlich sehr offen, was wann passiert, so kann man das sagen. Aus Sicht der Politik kann man natürlich sagen, wenn die dann irgendwann sich die Frage stellen, oh, müssen wir jetzt wirklich etwas tun, dann eröffnet das Gesetz ihnen alle Möglichkeiten, die man sich da wahrscheinlich gerade irgendwie vorstellt. Und von daher, das schränkt die Politik nicht ein. Das ist natürlich andersrum. Also hätte ich mir gewünscht, dass man da etwas klarer absehen kann, was denn wann passiert und dass man gewisse Dinge auch einfach ausschließt, dass die nicht passieren. Also was denn zum Beispiel? Also die nächtlichen Ausgangssperren, ich weiß nicht, ob da jetzt jemand überhaupt noch drüber nachdenkt, aber ich hätte ja gehofft, dass man da sich von verabschiedet und dass man das mit den Schulschließungen wirklich auch nochmal aufgreift. Also dass man da wirklich sagt, sie werden ja wirklich dann nur so genannt als eine Maßnahme von ganz, ganz vielen, ohne besondere Voraussetzung, dass man dafür zum Beispiel wirklich eine bestimmte Risikoschwelle nennt oder auch ein bestimmtes Ziel. Was ja doch fragwürdig ist, dass man die Schulen schließt, um die ältere Bevölkerung zu schützen. Was ist aber, wenn wir vielleicht die Kinder dann schützen müssen? Das ist alles völlig offen von der Norm. Also im Grunde genommen ist man da jetzt wieder so ein bisschen dem Wohl und Wehe der jeweiligen Landesregierung ausgesetzt, ne? Auf jeden Fall. Und das im Prinzip war es ja bislang auch so, dass diese 28a, auch was diese Risikoschwellen von 35 und 50 angeht, wenig Steuerungswirkung hatte. Die Bundesländer haben ja gerade im Frühjahr dann doch wenig gemacht, also weniger als das Gesetz eigentlich vorsah. Deswegen hatten wir ja auch nur diese Bundesnotbremse dann im April. Und jetzt ist es wieder so, dass man, also es hat eigentlich noch weniger Steuerungswirkung, weil man ja noch nicht mal so Schwellen drin geregelt hat. Da hat auch einfach der Bundestag jetzt ganz klar gesagt, wir schreiben da nichts mehr rein. Länder, ihr könnt das jetzt selber entscheiden. Weil sie keine Lust hatten oder was ist, Sie sind ja so sehr eng auch an diesem Gesetzgebungsverfahren als Expertin angebunden, ne? Was ist so Ihr Eindruck von den Abgeordneten? Haben die jetzt keine Lust mehr? Strecken sie die Waffen und sagen, das ist so, wie sollte sowieso regional erklärt, geklärt werden? Oder wie erklären sie sich das? Ja, also so die eine Antwort darauf habe ich auch nicht. Also letztes Jahr haben wir ja viel darüber diskutiert, was ist die Rolle des Bundestags in der Epidemiebekämpfung, muss der nicht irgendwie die Leitplanken festlegen? Und mit 28a hat er es so ein bisschen zumindest gemacht. Und jetzt gibt er wieder sehr viel davon ab. Wenn der Bundestag natürlich sagt, wir wollen nicht so eine starre Regelung treffen, die dann vielleicht in 3 Monaten auch schon wieder überholt ist, dann hätte man ja auch zumindest noch sagen können, gut, dann übertragen wir das dem Bundesgesundheitsministerium zum Beispiel, dass die per Rechtsverordnung das dann regeln. Dann ist das immer noch bundesweit einheitlich, aber man hätte so eine etwas flexiblere Lösung. Also warum sie sich da so ganz rausnehmen, ist es vielleicht so direkt vor der Wahl, möchte man vielleicht auch nicht jetzt schon sagen, so, wenn jetzt die Schwelle überschritten wird, passiert Folgendes. Das ist vielleicht vor der Wahl auch etwas, was dann eventuell abschreckend wirkt. Ja, aber ganz ehrlich, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Ich finde ohnehin, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ne, aber ich finde ja, dass das Corona-Thema ohnehin viel zu wenig im Wahlkampf vorkommt. Dafür, dass die Unterschiede ja so gravierend sind zwischen den Parteien. Finden Sie das auch? Ja, also eigentlich erfährt man gar nicht, was wann passiert oder wie man weiter umgeht. Man hört immer nur, die Impfquote muss erhöht werden, was als Ziel ja auch stimmt, aber wie das erreicht werden soll, finde ich, ist doch ja sehr
sehr offen und es wird nicht wirklich thematisiert. Es ist natürlich jede Partei oder die allermeisten Parteien sind ja auch in irgendeiner Landesregierung beteiligt und es gibt nicht so das eine Bundesland, was jetzt vielleicht auch sagen kann, bei uns hat dieses eine Konzept so super gut geklappt, das wollen wir jetzt auch im Bund. Ja, ich weiß es auch nicht so genau, warum man es nicht etwas stärker Ja, weil also der Wähler wird da wirklich ziemlich hängen gelassen. Ne? Dabei ist es ja wirklich jetzt, es gibt ja viele interessante Themen, über die, also interessante und nicht so interessante Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielt. Ne? Also die nicht so interessanten Themen, die sich natürlich auf Lebensläufe beziehen oder ob jemand gelacht hat oder nicht. Ne? Also das wird wahnsinnig groß thematisiert und dann haben wir natürlich so ein paar schwere Themen, wie vielleicht die Pflege oder Kinderarmut oder so, die vielleicht jetzt auch noch stärker in den Vordergrund drängen. Aber mich wundert es eben einfach immer, dass ja eigentlich Corona das ist, was die Leute definitiv in ihrem Leben betrifft und auch noch weiter betreffen wird. Denn die Diskussion über, wie wir den Herbst überstehen, hat jetzt gerade erst angefangen. Und auf der anderen Seite spielt es aber, drücken sich die Parteien so ein bisschen vor einer klaren Lösung. Ich wollte vielleicht ganz kurz mal die Gelegenheit ergreifen, wenn Sie hier bei uns sind und Sie ja den Politikbetrieb auch wirklich gut kennen, mal ganz kurz nur andeuten, wohin sozusagen die einzelnen Parteien streben. Das ist natürlich bei der AfD relativ einfach, ne? Die sind Corona-Leugner wäre zu viel gesagt, aber es ist jedenfalls definitiv die Partei, die klar dafür plädiert, kein Lockdown für niemanden und ob man sich impft, ist jedermanns Privatsache und im Übrigen ist es alles nicht so tragisch, ne? Also um vielleicht mal diese Stoßrichtung zu sagen. Die FDP hat eine andere Stoßrichtung, die sagt relativ klar, also das ist schon gefährlich, aber muss jeder selber entscheiden, ne? Also appelliert sehr stark an die Eigenverantwortung und da natürlich auch ans Impfen. Die Grünen sind eben große Verfechter von 2G, ne? Also den Lockdown für Ungeimpfte. Stimmt das so? Würden Sie das auch so sehen? Oh, das kann ich jetzt im Detail gar nicht so sagen, ob die, was Sie jetzt bei diesen Fragen sagen, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Gut, aber das vielleicht wäre eine Stoßrichtung, die ich, sagen wir mal, so herauskristallisiert hat. Und dann sozusagen bei CDU und SPD habe ich so ein bisschen das Gefühl, die drängen sie eher, also die fühlen sich wohler mit 3G, weil man da weniger den Leuten vor den Kopf stößt, ne? Auf jeden Fall, das sehe ich vor allem bei der CDU, dass also gerade Herr Laschet sagt ja immer, dass im Prinzip, dass man alle irgendwie gleich behandeln muss und dann für die Ungeimpften gibt es wenigstens, also da gibt es dann jedenfalls noch die Tests. Ja, da versucht man sehr, diese Unterscheidung dann zu machen durch 2G oder andere Regelungen. Auf jeden Fall. Und das stößt natürlich auch wieder andere Leute dann vor den Kopf sozusagen, wenn man lange natürlich sagt, wir müssen impfen, impfen, impfen und irgendwann stockt das so ein bisschen und dann will man doch wieder alle gleich behandeln, hat das natürlich auch so seine Schwierigkeiten. Ja, jetzt haben wir ja immer mehr Länder, die diese 2G-Regelung propagieren und installieren. In Hessen wurde da jetzt die Grundlage für geschaffen. Da wollte ich eigentlich mal nur, und in Hamburg, die waren die Ersten, die damit angefangen haben. Ich glaube, hier in Berlin spielt es auch immer stärker eine Rolle. Aber was mich daran interessieren würde eigentlich, warum ist denn das notwendig, dafür quasi eine rechtliche Grundlage in einer Verordnung zu schaffen? Weil ich bin ehrlich gesagt in meiner Naivität immer davon ausgegangen, dass die Privatwirtschaft, also insbesondere wenn wir hier von Restaurants reden, selber entscheiden kann. Also die durchaus auch entscheiden können, wir wollen nur für Getestete und Genesene öffnen, dann steht ihnen das doch auch jetzt schon frei, ohne dass die Länder das konkret regeln müssen, oder? Auf jeden Fall. Also es kann natürlich nach wie vor jeder sagen, wir lassen nur Geimpfte und Genesene rein aufgrund des eigenen Hausrechts, solange man da niemanden nach dem AGG diskriminiert. Der Unterschied ist jetzt vor allem, dass, also ich weiß es vor allem für Hamburg, bei Hessen habe ich jetzt nicht in die Verordnung geguckt, dass da ja nochmal diese 2G-Regelung damit verknüpft ist, dass dann im Gegenzug bestimmte Beschränkungen fallen. Also dass wenn ich vorher als Gastronomin nur 10 Tische in meinem Café habe, darf ich danach vielleicht wieder 15 reinstellen. Und das ist was, dafür brauche ich ja die Verordnung, weil ich natürlich, wenn ich 2G sonst selber mache, bleibt es bei den 10 Tischen. Und deswegen finde ich das, also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, inwiefern das
virologisch sozusagen sinnvoller ist als die alte Regelung. Aber wenn wir mal unterstellen, dass das von dem Risiko, was es dann gibt, dass das ungefähr gleich ist oder vielleicht dann sogar bei 2G dann sogar besser, dann ist das natürlich auch aus Sicht der ganzen, der Gastronomen und der anderen, der Veranstalter, die ja doch sonst sehr stark beschränkt sind, auch aus deren Sicht einfach ein milderes Mittel, das dann so zu regeln. Wie kommt man dann eigentlich oder wie geht man dann mit Gruppen um, wie zum Beispiel den unter 12-Jährigen, aber auch den, also den Leuten, die sich nicht impfen lassen können, nachweislich? Wie kann man dann in dieser 2G-Welt verfahren? Also müssen dann die 10-Jährigen vor der Tür warten oder gibt es dann, also wird die 2G-Regel dann in dieser Hinsicht aufgeweicht? Also man könnte natürlich sagen, also es gibt wahrscheinlich drei Möglichkeiten. Eine wäre, die dürfen überhaupt gar nicht rein. Dann wäre eine Möglichkeit, sie dürfen getestet dann aber rein oder man testet sie auch nicht. Und das ist natürlich letztlich zum Teil eine Risikofrage, was für ein Risiko wollen wir eingehen. Aber natürlich auch die Frage, jetzt gerade bei Kindern von sozialer Teilhabe, also dass man die ganz ausschließt, das kann dann auch nicht sein. Interessanterweise wird darüber immer wenig gesprochen, ne? Also ich lese jetzt wahnsinnig viele Berichte über 2G und frage mich dann immer, was ist denn eigentlich mit den Kindern? Also in NRW ist es zum Beispiel so, dass, wir haben ja jetzt noch nicht 2G, aber dass sowieso Kinder, die zur Schule gehen, einfach als getestet gelten. Ah, okay. Die gelten einfach als getestet, weil sie in der Schule getestet werden und man vertraut dann einfach den Eltern, dass die nicht ein Kind, was dann am Tag vorher positiv getestet wurde, dass man das dann mitnimmt ins Café zum Beispiel. Aber ansonsten, also ich würde, das wurde ja auch schon mal von Mitgliedern des Ethikrats auch diskutiert. Also bei Kindern muss man einfach gucken, es geht um soziale Teilhabe. Da finde ich es zum Beispiel auch schwierig, dass die über 12-Jährigen, wo man sagt, die dürfen sich jetzt impfen lassen, aber wo man ja auch überlegen muss, wie hoch will man da oder wie groß soll der Druck auf die Gruppe sein, dass die sich impfen zum Bevölkerungsschutz. Also es ist ja eine Sache, ob ich sage, die Kinder dürfen sich impfen lassen, weil die Eltern oder auch die Jugendlichen dann selber sagen, ich möchte einfach den Eigenschutz haben. Oder ob man sagt, naja, wir wollen aber irgendwie diese Impfquote einfach erhöhen für die gesamte Bevölkerung. Und da finde ich es schwierig, dass man sogar auch bei den über 12-Jährigen jetzt sagt, die unterfallen jetzt auch dieser 2G-Regelung und wenn die nicht geimpft sind, dann haben die auch keine Testmöglichkeit, dann haben die gar nichts, dann kommen die nicht rein. Das finde ich wirklich schwierig. Also da wird man noch sehen, wie sich das rausmendelt, ne? Also da sind wir jetzt in der Tat doch noch relativ früh in dieser 2G-Welt. Da wird man Lösungen wahrscheinlich für finden, ne? Und die drei Möglichkeiten haben Sie ja genannt. Was mich noch interessieren würde, warum ist eigentlich wird die Gruppe der Genesenen künstlich so klein gehalten? Also, dass man diese sechs Monatsregeln nimmt, denn das ist ja in anderen europäischen Staaten, soweit ich weiß, anders, also jetzt auch nicht in allen, aber es gibt ja Beispiele, wo es tatsächlich auf einem Antikörpertest hinausläuft und da kann man sich auch Konstellationen vorstellen, also jedenfalls höre ich das durchaus von Lesern, die eben sagen, naja, ich hatte es vor einem Jahr, aber meine Antikörper sind noch alle da, ja, ich habe gar keine Veranlassung, mich impfen zu lassen, gleichzeitig gelte ich jetzt rein rechtlich nicht mehr als Genesener. Was ist der Grund dafür oder finden Sie das rechtlich schwierig? Ich finde das schwierig. Ich finde es auch schwierig, dass man zum Beispiel ja nur als genesen gilt, wenn man den positiven PCR-Test vorweisen kann. Wenn man jetzt eine Familie hat, da haben schon drei Mitglieder, haben den positiven Test und die vierte Person hat auch Symptome und sagt, ja, ich habe es wahrscheinlich auch, ich bleibe jetzt einfach auch zu Hause und die hat nie einen PCR-Test gemacht, so Fälle gibt's, die gelten dann gar nicht als genesen und können auch nicht durch irgendwie einen Antikörpertest dann nachweisen, dass sie ja auch zu der Gruppe gehören. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Gründe hat, dass das irgendwie praktikabler ist, das so zu machen, dass man bei den 6 Monaten wahrscheinlich am Anfang dachte, naja gut, irgendwo müssen wir typisieren, wir wissen noch nicht, wie lange das wirklich anhält dann der Immunschutz, aber das muss man dann einfach auch neuen Erkenntnissen anpassen oder einfach auch sagen, du darfst es nachweisen durch so einen Antikörpertest, das kann man ja wahrscheinlich in diese ganzen Zertifikate, die wir da jetzt haben, auch einspeisen letztlich, solche Informationen. Was ist denn jetzt Ihre Prognose, wie es weitergeht? Also ich nehme an, jetzt wird sich das herausmendeln und jedes Bundesland macht für sich quasi, wird womöglich Risikoschwellen festlegen und dann entscheiden, welche Maßnahmen wann
eine Rolle spielen oder macht man oder glauben Sie, das geht, gibt so einen Trend zu 2G, der jetzt eben über die Länderebene eingeführt wird? Das ist wirklich eine gute Frage, vor allem weil ja auch die 2G-Regelung gar nicht von dieser Risikoschwelle abhängt. Ich glaube, dass die Bundesländer erstmal diese Maßnahmen, die sie ja jetzt haben, ohne dass sie überhaupt eine Risikoschwelle festlegen müssten, also Maske, Abstand, Kontaktdatenerfassung, Hygienekonzept und eben diese 3G- oder 2-Regel, dass die da erstmal weiter mit wurschteln. Ja, genau. Also vor allem bis zur Wahl, aber und dann muss man mal gucken. Also ich finde das sehr schwer zu sagen, wann denn auch zum Beispiel die Intensivstationen so voll sind, dass man einfach allein deswegen handeln muss. Jetzt in NRW habe ich heute gelesen, gibt es keine, also diese Beatmungsgeräte mehr. Das hat mich dann doch sehr erschreckt in dem Moment. Von daher ist die Frage, ob vielleicht vor der Wahl dann doch noch was passieren muss. Und das ist dann ja auch vor allem wirklich interessant, was dann kommt. Mhm. Also einmal, welche Risikoschwelle man festlegt und was dann einfach passiert. Ob 2G reicht, das dauert ja auch eine Weile, bis das sich irgendwie auswirkt. Also das, ja. Genau, und dann hoffen wir, dass die Impfquote vielleicht doch wieder nach oben schnellt. Frau Kiesling, ich danke wirklich herzlich, dass Sie uns hier mal wieder Rede und Antwort gestanden haben. Ja, immer sehr gerne. Tschüss. Tschüss. So, jetzt sind wir wieder bei Pia Lorenz, Rechtsanwältin, freie Journalistin und mein Sidekick. Hallo, hier liebe Pia. Moin, ich bin wieder da. Call me Elton sozusagen oder vielleicht auch Herbert Feuerstein. Ich freue mich. Das freut mich auch sehr. Bevor wir einsteigen, liebe Pia, hätte ich eine Frage an dich. Weißt du, was Peter Michael Huber und Gabriele Britz gemeinsam haben? Ich vermute, dass du nicht die Tatsache meinst, dass sie beide Bundesverfassungsrichter sind? Nein, sondern sie waren als Jugendliche sehr interessiert an Politik und haben deshalb Jura studiert. Und das hat sie ja immerhin bis an auf die Richterbank des Bundesverfassungsgerichts gebracht. Das hast du schon sehr richtig erkannt. Das fand ich interessant, habe ich heute auf der schönen Seite 3 des geschätzten Kollegen Wolfgang Janisch gelesen. Übrigens nicht heute, sondern eben am vergangenen Wochenende in der Süddeutschen Zeitung. Und ich fand, 70. Geburtstag oder was war genau, der Kontext? Genau, 70. Geburtstag des Bundesverfassungsgerichts. Und das fand ich deswegen so schön, weil ich ja auch häufig, predigen wir hier in diesem Podcast, ne, dass Politik sich ohne Jura kaum verstehen lässt. Und da haben wir ja dann 2 sehr prominente Befürworter dieser These. Deswegen wollte ich diese kleine Anekdote hier zu Beginn gleich mal vom Stapel lassen. Ich möchte kurz anmerken, dass sich auch Jura ohne Politik manchmal kaum verstehen lässt. Aber das nur am Rande. Ja, sehr richtig. Eine hinreißende Wechselwirkung. Genau. So, jetzt kommen wir aber gleich ins Thema, nämlich wir beschäftigen uns gleich mit dem Arbeitsrecht und dem, was jetzt Millionen von Bahnkunden in der vergangenen Woche widerfahren ist. Sie standen nämlich an der Bahnsteigkante, haben womöglich länger als erhofft auf den Zug warten müssen, womöglich sind, also etliche Züge sind ja auch ganz ausgefallen. Aber das Ganze hatte noch ein Nachspiel vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt, ne? Ja, es hatte ja sogar, glaube ich, ein Vorspiel, ne? Denn dass diese arbeitsgerichtlichen Entscheidungen, also es haben das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht in Frankfurt entschieden, waren, glaube ich, vor dem letzten Bahnstreik, der ja jetzt wieder etwas vorbei ist, weil die Bahn eben versuchen wollte, im Wege einstweiligen Rechtsschutzes zu verhindern, dass dieser Bahnstreik wieder stattfindet. Mit der Betonung auf Versuchen, sie haben es nicht geschafft. Wir erinnern uns noch mal kurz an das leidige Tarifeinheitsgesetz. Wahrscheinlich gibt es kein Gesetz, das im Moment so viele Menschen so gut kennen aus den Nachrichten, aus dem Bereich des Arbeitsrechts. Das Gesetz, also schon mal gehört haben, sagen wir mal so. Ja, oder? Genau. Ohne es vermutlich so richtig bis in die Tiefe zu durchdringen. Ich glaube, das ist auch nur sehr wenigen Menschen außer echt hochspezialisierten Kollektivarbeitsrechtlern bisher gelungen. Also ganz grob gesagt gilt das Prinzip ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Also wenn im Betrieb mehrere Gewerkschaften die gleichen Berufsgruppen vertreten, soll im Konfliktfall der Tarifvertrag in Kraft treten, der von der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern ausgehandelt wird. Das haben wir vor 2 Wochen auch schon relativ ausführlich besprochen und du, liebe Corinna, hast da einen
ich sag mal, interessantes Interview auch mit Herrn Weselski geführt. Das ist schön distanziert so formuliert, genau. Ja, ich kann das auch. Diplomatisch geht auch manchmal. Und also mit diesem Tarifeinheitsgesetz sollte eigentlich genau das verhindert werden, was jetzt gerade wieder geschieht. Dass nämlich eine eher kleine Gewerkschaft mit wenigen Mitgliedern, die aber in relevanten Funktionen der Daseinsvorsorge tätig sind, das halbe Land lahmlegt. Mhm. Man sieht, das klappt jetzt so semi-gut. Darf ich da mal ganz kurz einhaken, weil mich da auch schon Nachrichten erreichten, also beziehungsweise Hinweise erreichten aus unserer wirklich sehr klugen Hörerschaft. Das Tarifeinheitsgesetz sollte ja nicht konkret Streiks verhindern. Ne? Das geht jetzt auch immer wieder rauf und runter. So wird dann immer eingewandt. Und ich muss aber offen gestehen, also vielleicht um das einmal nochmal deutlich zu sagen, ja, das stimmt. Also das wäre nicht das erklärte Ziel, sondern es war im Grunde genommen eine Klärung, sollte dadurch hervorgebracht werden, welcher Tarifvertrag denn gilt. Ja. Nur, ehrlich gesagt, ist natürlich mittelbar auch damit gemeint, dass es dann nicht zu Streitigkeiten kommt, sondern dass das in einem geordneten Verfahren geklärt wird und nicht das halbe Land lahmgelegt wird. Das vielleicht nur mal zur Erklärung, ja, warum immer, wie ich finde, ja durchaus auch dann doch zu Recht gesagt hat, dass das Tarifeinheitsgesetz auch darauf zielte, Streiks zu vermeiden, ja, weil man eben eigentlich gehofft hat, dieses Regelwerk ordnet die Sache schon im Vorfeld und bringt die Streithähne zueinander, und das ist aber nicht gelungen. Und deswegen trifft man sich wieder vor Gericht, um einen Streik verhindern zu lassen, ne? Genau. Und die Deutsche Bahn hat im Wesentlichen damit argumentiert, dass es der Gewerkschaft der Lokführer, also dieser eigentlich relativ kleinen Gewerkschaft, primär gar nicht darum gehe, irgendwie Lohnerhöhungen oder eine Corona-Prämie zu erstreiken, sag ich mal, sondern also um damit mit dem Streik Ziele zu verfolgen, die man tatsächlich mit Streiks verfolgen darf, sondern darum, dass die GDL nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken soll. Denn der Witz ist natürlich daran, dass durch das Tarifeinheitsgesetz jetzt quasi ein grundsätzlicher Zielkonflikt eingetreten ist. Wenn in Tarifkonflikten letztlich nur die größere Gewerkschaft zum Zug kommt, dann muss die kleinere umso verbissener darum kämpfen, größer zu werden. Und genau das passiert jetzt auch gerade. Ja, also, Mitglieder zu gewinnen, ne? Wie wird man größer, indem man Mitglieder gewinnt? Genau, ja. Und Mitglieder gewinnt man eben zumindest offensichtlich in der Logik von kleinen Gewerkschaften. Ich will das jetzt mal gar nicht personalisieren, wenn man eben sehr laut schreit und wenn man sich sehr scharf einsetzt für die Rechte der Mitglieder. Und die GDL setzt sich für diese Rechte eben sehr, sehr scharf ein, und sie plädiert eben derzeit auch dafür, dass sie nicht nur für die Lokführer sprechen darf, sondern eben auch für andere Bahnmitarbeitende. So. Und da hat die Deutsche Bahn eben gesagt, Leute, ganz ehrlich, hier geht es doch nicht mehr um Corona-Prämien oder Gehaltserhöhungen. Tatsächlich liegen da ja auch die Deutsche Bahn und die GDL gar nicht so weit auseinander, sondern es geht eigentlich bei diesem Streik um Ziele, die mit Streiks überhaupt nicht verfolgt werden dürfen. Aber die Deutsche Bahn ist damit in zwei Instanzen gescheitert, zuletzt am vergangenen Freitag. Und da begann dann, glaube ich, auch der Streik am Freitag. Und das LAG hat gesagt, dass die GDL sehr wohl tariflich regelbare Ziele verfolgt und dass es ihr nicht darum gehe, mit den Streiks zu erreichen, dass die GDL-Tarifverträge auch für ihre Mitglieder in den Betrieben der Deutsche Bahngesellschaften anwendbar werden, in denen sie eigentlich gar nicht gelten, weil dort eben mehr Mitglieder der größeren Gewerkschaft, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, abgekürzt EVG, beschäftigt sind. So, der Beschluss ist auch rechtskräftig und es gibt keine Rechtsmittel zum BAG. Also genau, die Kiste ist erstmal durch. Da sieht man schon, wie schwer das ist, das vor Gericht quasi festzuzurren, ne? Oder auch anzugreifen, denn das ist ja nicht das erste Mal, dass die Deutsche Bahn sowas macht. Ne? Das hat man auch in den früheren Tarifrunden und den wirklich schweren Tarifauseinandersetzungen der letzten Jahre immer mal wieder gesehen, dass sie vor Gericht gezogen ist, um so einen Streik zu verhindern. Das, wie gesagt, geht nur, du hast es schön erklärt, wenn man beweisen kann vor Gericht, dass es um Streikziele geht, die nicht über einen Tarifvertrag eingefordert werden dürfen, ja, dann erst dann darf so ein Streik überhaupt verhindert werden und gestoppt werden. Und das ist vor Gericht einfach wahnsinnig schwierig, ne? Weil genau, beweis auch, das mal mit der hinreichenden Sicherheit. Genau, Klaus Wieselski ist natürlich auch ein Fuchs, ne? Der ist auch in Interviews, das hat man schon ziemlich deutlich gemerkt, auch in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, ne, dass er natürlich jetzt auch nicht so doof ist, um es mal so deutlich zu sagen, ne? Ich will hier
hier einfach nur mehr Macht und das ist mein eigentliches Ziel und ich strebe die Weltherrschaft an, ne? So, sondern es geht, natürlich sagt er immer, es geht um Geld, es geht um Corona-Prämien und so weiter und so fort und alles andere schwingt dann mit und er sagt ja ganz dezidiert, ja, alles weitere, was mit dem Tarifeinheitsgesetz zu tun hat, klären wir dann quasi, wenn diese Tarifauseinandersetzung geklärt ist, ne? Also dann erst setzen wir uns an den Tisch, aber wir wollen von der Deutschen Bahn das Zugeständnis, dass wir das überhaupt verhandeln dürfen, ne? Und also da sind wir noch lange nicht so weit. Die Deutsche Bahn auf der anderen Seite hat natürlich auch ein Interesse dran, gerade das nicht zu machen, ne? Weil ihr die andere Konkurrentengewerkschaft, die EVG, natürlich im Nacken sitzt und alles beäugt, was die Deutsche Bahn gegenüber der GDL an Zugeständnissen macht. Das ist also tatsächlich eine nicht enden wollende Spirale, die da in Gang gesetzt wird. Und ehrlich gesagt, also ich wäre jetzt auch nicht sicher, ob das in der vierten drohenden Streikwelle geklärt wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann es geklärt wird, ja, aber irgendjemand wird da klein beigeben müssen. Genau, und jedenfalls wissen wir von der politischen Ebene mittlerweile, dass es bis auf Weiteres keine Änderungen am Tarifeinheitsgesetz geben soll. Also sowohl Olaf Scholz als auch Hubertus Heil haben gesagt, es gibt keine Absicht, das Gesetz irgendwie zu verändern. Und da, genau wie du sagtest, eben die Sprecherin von Hubertus Heil hat eben gesagt, das Gesetz sei nie dafür vorgesehen gewesen, Streiks zu verhindern, sondern sollte eben Kooperationen von Gewerkschaften ermöglichen. Also, wenn man ehrlich ist, war natürlich sozusagen in der politischen Kommunikation schon der Sinn der Sache damals 2015, eben genau diese Streiks zu verhindern, auch wenn das vielleicht juristisch gesehen nicht das allererste Ziel war. Aber gut, so wird es jetzt eben begründet. Also die Kooperation von Gewerkschaften wäre ja insgesamt viel, viel besser geworden, sagte die Sprecherin von Hubertus Heil und man sähe da keinerlei Änderungsbedarf. Das würde ja alles super laufen. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und bitte alle daran zu denken, wenn der Zug wieder nicht fährt und man irgendwie am Bahnsteig steht, die Kooperation der Gewerkschaften läuft einfach super. Genau. Schönes Fazit. So, jetzt haben wir noch was anderes aus dem Arbeitsrecht. Heute schöpfen wir aus dem Vollen. Da geht es um das geliebte Homeoffice, das jetzt so viele schätzen gelernt haben und offensichtlich auch so sehr schätzen gelernt haben, dass sie es gar nicht mehr verlassen wollen, ne? Genau, also da ist sie, die vielbeschworene neue Arbeitswelt und so weiter. Es gab einen Grafiker, der vor dem Landesarbeitsgericht in München gescheitert ist. Der wollte nämlich aus dem Homeoffice gar nicht mehr zurückkommen. Er wollte mit seiner Klage erreichen, dass ihm das Arbeiten aus dem Homeoffice quasi dauerhaft gestattet wird und die Homeoffice-Tätigkeit nur in Ausnahmefällen unterbrochen werden muss. Das Ganze war im Februar dieses Jahres. Der Mann war, wie alle anderen Mitarbeiter dieses Grafikbüros, seit Dezember 2020 im Homeoffice. Es war eben nur so ein bisschen Sekretariat da, wie das ja in ganz vielen, vor allem kleineren Unternehmen der Fall war. Ne? Natürlich muss ja irgendwer da sein, der die Post aufmacht und so und sich ein bisschen kümmert. Aber die anderen waren ja eigentlich fast alle im Homeoffice. So. Und im Februar, wohlgemerkt noch unter Geltung der Corona-Arbeitsschutzverordnung, die zumindest also eine Pflicht der Arbeitgeber vorsah, die Mitarbeitenden nach Hause zu schicken, wenn es irgendwie geht, hat der Arbeitgeber gesagt, jetzt kommt er aber bitte mal wieder ins Büro. Also er hat es konkret zu ihm gesagt und zwar auch vor einem bestimmten Hintergrund. Seine Frau nämlich war für eine konkurrierendes Grafikunternehmen tätig. Ah. Ja, und deswegen ist es natürlich schon ein bisschen ein Sonderfall. Und der Chef hat gesagt, du kommst jetzt mal wieder ins Büro, denn du kannst mir hier überhaupt nicht nachweisen, dass du die Datenschutz sozusagen Vorgaben einhältst und dass sichergestellt ist, dass deine Lebensgefährtin keinen Einblick in deine Unterlagen bekommt. Und die ist bei der Konkurrenz. Und da haben sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht gesagt, jo, das geht total klar. Direktionsrecht des Arbeitgebers, ne, das steht in der Gewerbeordnung, ist hier weder durch den Arbeitsvertrag noch durch irgendwelche späteren Vereinbarungen zwischen dem Arbeitgeber und diesem Grafiker irgendwie verändert worden. Das heißt, der hat nicht im Arbeitsvertrag stehen, ich darf hier ins Homeoffice. Und auch im Februar 2021 wohlgemerkt gab es, sagt das LAG München, keinen Anspruch auf Homeoffice aus der Corona-Arbeitsschutzverordnung. Das LAG sagte, es hätte nach dem Willen des Verordnungsgebers, hätte diese Verordnung in der Corona-Arbeitsschutzverordnung, nach der die Mitarbeitenden nach Hause geschickt werden sollten, wenn es irgendwie ging, kein subjektives Recht auf Homeoffice gegeben. Aber dann durchaus später, ne? Also ich glaube, das war im März, April, als die dann verschärft wurde. Kann er daraus das ableiten dann?
Nein, also jedenfalls nicht in diesem Fall. Und es gibt auch tatsächlich Arbeitsrechtlerinnen und Arbeitsrechtler, die das ein bisschen unterschiedlich beantwortet haben, ob es sich daraus nicht auch eine subjektive Pflicht zum Homeoffice ergibt. Es gab, fand ich, erstaunlich wenig Streitigkeiten vor Gericht, zumindest von denen man gehört hätte. Aber zumindest in diesem konkreten Fall hatte das LAG München überhaupt kein Thema damit zu sagen, so nicht. Denn diese Pflicht, die Leute ins Homeoffice zu schicken, bestand eben immer nur dann, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. Und solche zwingenden betrieblichen Gründe ist halt nicht nur, keine Ahnung, man steht am Band, das man natürlich irgendwie nicht zu Hause hat, sondern es ist eben auch dann ein zwingender betrieblicher Grund anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer nicht nachweisen kann, dass er zu Hause die datenschutzrechtlichen Anforderungen einhält. Und wenn ich dann natürlich eine Frau zu Hause habe, die für die Konkurrenz arbeitet, habe ich sogar ein gewisses Verständnis für den Arbeitgeber, dass der da sagt, so, du kommst jetzt mal wieder zurück ins Büro. Lässt sich auch wahrscheinlich auf viele andere Fälle übertragen, ne? Weil Datenschutz ist ja ein scharfes Schwert. Da würde auch Konstantin natürlich hier eingreifen und lamentieren, ne? Mhm. Also da könnte man ja sich tatsächlich vorstellen, dass es auch noch in anderen Konstellationen, also vielleicht bei Anwälten zum Beispiel oder auch generell in Konstellationen, wo man mit sensiblen Daten umzugehen hat, dass sich dieser Anspruch auf Rückkehr ins Büro herleiten ließe. Ne? Also selbst, ich glaube, in unserem Fall, ne? Also wir haben ja durchaus auch sensible Daten, geheime Informationen, von denen jetzt der Arbeitgeber nicht unbedingt sicher sein kann, dass man so pfleglich damit umgeht. Ne? Also das lässt sich ja in vielerlei Hinsicht erweitern. Ne? Absolut. Und das war eigentlich aber auch von Anfang an unstrittig. Also ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass der damit überhaupt durch zwei Instanzen gegangen ist, ehrlich gesagt, mit der Frage. Denn das war eigentlich immer klar, dass das ein zwingender betrieblicher Grund sein kann. Ne? Und das gilt auch für total viele andere Berufe. Und man kann ja über den Datenschutz viel schimpfen, das tue ich ja auch gerne. Aber in diesen Fällen muss ich doch sagen, das finde ich auch relativ nachvollziehbar. Ne? Naja, auf der anderen Seite, jetzt nehme ich schon wieder Konstantins Rolle ein, der würde jetzt sagen, ja, das ist wieder so ein Fall, wo der Datenschutz ja die Pandemiebekämpfung vereitelt. Ne? Das wäre so etwas wahrscheinlich, was er dann anführen würde. Ne? Also, naja, wenn überhaupt, hätte es sie ja allenfalls vereitelt, denn mittlerweile ist ja, ich glaube, seit Ende Juli schon das Recht auf Homeoffice auch ohnehin wieder aus der Corona-Arbeitsschutzverordnung raus. Das heißt, aktuell ist das ja eigentlich sowieso nicht mehr. Es gilt jetzt genau alles, was vorher auch gegolten hat. Das heißt, es gilt die Vereinbarung im Arbeitsvertrag. Und wer nicht explizit in seinem Arbeitsvertrag ein Recht auf Homeoffice geregelt hat, der hat auch kein Recht auf Homeoffice, sondern der ist darauf angewiesen, dass sein Arbeitgeber ihm im Rahmen seines Direktionsrechts sagt, jo, das passt schon, wenn du 2 Tage die Woche von zu Hause aus arbeitest. Ja, und das wird wahrscheinlich ein Kulturkampf in den nächsten Wochen und Monaten, ja, ne? Könnte ich mir vorstellen. Sicherheit. Denn also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre im Bekanntenkreis auch viel die Diskussion, ne? Und das Homeoffice ist vielen, vielen ans Herz gewachsen, ist ja auch eine sehr schöne, flexible Art zu arbeiten. Ne? Man kriegt noch den Haushalt nebenbei gewuppt, ja. Genau, wenn die Waschmaschine läuft, das ist halt echt ein Zeitgewinn, ne? Ja, und die Kinderbetreuung läuft dann auch einigermaßen, also je nachdem, wie alt die sind, da kann natürlich auch absoluter Hinderungsgrund sein, aber jedenfalls diese schöne neue Flexibilität wollen sich wahrscheinlich viele Mitarbeiter nur ungern nehmen lassen oder jedenfalls nicht ohne Kampf. Und da hört man ja immer wieder, dass sich jetzt Unternehmen auch Gedanken darüber machen, wie sie auch post-Corona mit dem Homeoffice umgehen. Ne? Viele fühlen sich dann auch eigentlich genötigt, das in die noch weiter zu tragen. Aber also ich merke da immer wieder jetzt eine großen kulturellen Divide zwischen also dem Wunsch des Arbeitgebers, der ja durchaus auch berechtigt ist, die Leute wieder zurück ins Büro zu holen, ne? Und auf der anderen Seite dem Wunsch, zu Hause zu bleiben. Ja, ich glaube halt, am Ende wird das alles wieder mal nicht so heiß, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird sozusagen. Auf der einen Seite gibt es halt jetzt die Front von Leuten, die sagen, wir möchten eigentlich am liebsten nur noch im Homeoffice sein. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die immer noch sagen, wir finden Homeoffice aus völlig unerfindlichen Gründen sinnlos. Ne? Aber die allermeisten, zumindest größeren Unternehmen, bemühen sich ja schon darum, sozusagen diesem, ich sag mal, Wandel in der Wahrnehmung auch irgendwie Rechnung zu tragen. Es gibt ja jetzt schon sehr viele Unternehmen, die Modelle anbieten mit 2 oder 3 Tagen im Homeoffice oder eben 2 oder 3 Tagen im Büro und den Rest kann man dann daheim bleiben und so. Ich glaube tatsächlich auch, dass es
wahrscheinlich am besten sein wird, wenn sich da die Unternehmen mit den Mitarbeitenden einigen. Also Hubertus Heil ist ja mit seiner Idee zumindest, ich glaube, es war ein Tag in der Woche, Homeoffice irgendwie zu verankern, gesetzlich gescheitert. Also ja, da kommt jetzt in dieser Legislaturperiode juristisch gesehen nichts mehr. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass die allermeisten Unternehmen schon alleine, weil die Mitarbeitenden sonst mittelfristig nicht bleiben werden und weil im derzeitigen bewerbergetriebenen Arbeitsmarkt sich die Unternehmen das einfach nicht leisten können, aus solchen, ich sag mal wirklich, wie es ist, dämlichen Gründen Leute zu verlieren, sich am Ende darauf auch einlassen werden und dass es da vernünftige Einigungen geben wird. Ob das so dämliche Gründe sind, ne? Weil man muss ja echt auch sagen, also dir zerfleddert schon auch die Belegschaft so ein bisschen, ne? Also wenn jeder quasi kommt, wann er will, und dann kriegst du ein Team nicht mehr zusammen, ne? Also wann hast du, und das ist sozusagen auch unter Corona-Gesichtspunkten eine interessante Diskussion, ne? Weil einerseits möchtest du ja, dass die Leute sich nicht begegnen aus Infektionsschutzgründen. Auf der anderen Seite brauchst du aber fürs Teambuilding natürlich die, also Tage, wo alle da sind und sich, wo sich alle austauschen. Genau, und das ist eben auch der Witz daran, weshalb ich auch sehr gespannt bin, ob so die Annahme, dass zum Beispiel auch wahnsinnig viele Büroflächen minimiert werden. Na, es gibt ja wirklich schon Unternehmen, die jetzt rechnen und sagen, wir rechnen überhaupt nur noch mit 50% der Belegungsplätze, weil die Leute so viel im Homeoffice sein werden und so. Da bin ich sehr gespannt, ob sich das tatsächlich wirklich nachher so umsetzen lassen wird. Denn am Ende brauchst du ja die Leute dann doch zeitgleich im Büro, wenn du genau das machen willst, nämlich Kreativität im Team fördern, dass die Leute sich mal wieder begegnen und so weiter. Dann kann es natürlich theoretisch ausreichen, dass die Leute für Meetings ins Büro kommen. Trotzdem bin ich sehr gespannt, ob sich wirklich die, nicht nur die Arbeitswelt, sondern damit eben auch quasi die ganze Unternehmenswelt so ein bisschen verändern wird und sich am Ende auch tatsächlich so viel Raum einsparen lassen wird. Ja. Also wird man sehen, es gibt ja dann Wetten, die auf das Gegenteil, sozusagen auf die alte Welt noch laufen. Ne? Also die Allianz, glaube ich, war es, die in Frankfurt jetzt vor einigen Monaten einen Büroturm für 1,4 Milliarden gekauft hat. Ne? Also in Büros investiert, wo vielleicht auch viele dann gesagt haben, naja, es ist so eine gute Idee jetzt, wo alle im Homeoffice sind. Aber könnte auch sein, dass wir wieder zurück, dass das Pendel zurückschwingt, ne? Also bin auch wirklich gespannt. Ich glaube das auch. Es wird einfach nicht so krass enden, wie es jetzt eben viele auch propagieren, sondern es wird wahrscheinlich am Ende irgendwie so eine Mischlösung geben, mit der alle gut leben können. Denn in der Tat, ich habe auch viel Verständnis dafür, dass Arbeitgebende ihre Leute auch mal im Office sehen wollen, auf jeden Fall. Ja. Gut, also das zu diesem Thema. Dann kommen wir zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von vergangener Woche, das zu Eruptionen im deutschen Energiemarkt führt. So, und wer nun sagt, davon habe ich ja gar nicht mitbekommen, dem kann ich nur sagen, ja, keine Sorge, das ist vielen außerhalb des Energiemarkts so gegangen. Und es liegt natürlich daran, dass in Deutschland beim Thema Klimaschutz es nur um die großen Themen geht, ja, so Kohleausstieg, CO2-Budget und so unterhalb des Pariser Klimaabkommens macht es ja auch keiner mehr, ja. Aber um die Niederung der Umsetzung in den Behörden kümmert sich schon keiner mehr. So, und da kommen wir. Das klingt jetzt aber nach klein-klein. Und so klein-klein, wie du das jetzt hier darstellst, ist es ja gar nicht, was der EuGH da letzte Woche entschieden hat. Überhaupt das ist nicht wirklich ein super wichtiges Urteil. Ja, ja, aber nee, es ist halt schwer zugänglich. Ne? Nee, es ist auch noch, nee, sondern das diente ja dazu, sozusagen quasi den Boden zu bereiten. Es ist ja gar nicht klein-klein, sondern ich sage, da findet der Klimawandel statt, ne? Also im Grunde genommen, oder die Klimawende findet eben in der Bundesnetzagentur statt. Also das ist quasi der Maschinenraum, wo ja vieles auch festgelegt wird. Und da hat sich der EuGH das deutsche Modell mal zur Brust genommen und hat gesagt, so funktioniert es nicht. Die Behörde, die wir uns hier angeguckt haben, nämlich die Bundesnetzagentur, ist nicht unabhängig genug und das muss sich ändern. So, und jetzt sind die Energierechtler total aufgeregt und sagen, also das könnte tatsächlich die Energiewende vielleicht nicht selber in Gefahr bringen, ja, aber doch stark verzögern, weil dazu muss man wissen, die Bundesnetzagentur ist, wie gesagt, ein zentraler Baustein in der Durchführung, in der Organisation und Planung der Energiewende. Also das Umstellen, ne, das ist, steht ja dahinter von fossilen Energieträgern, von Kohle und so weiter. Das soll sich ja zu wandeln zu stark in erneuerbaren Energien.
Und das ist etwas, was die Bundesnetzagentur ja orchestriert. Die ist eben dafür zuständig, sich auch genau anzugucken, wie funktionieren die Netzentgelte. Die werden da beantragt und die Bundesnetzagentur guckt sich das an, ja, setzt die quasi fest. Und die Bundesnetzagentur reguliert ja auch alle Strom- und Gasnetzbetreiber in Deutschland, ne? Exakt, genau. Mhm. Also da geht es eben um dieses ganze Konglomerat. Es sind hunderte von Unternehmen, die da betroffen sind und die auch dann dafür sorgen, dass die Netze, die ja von einigen Energieunternehmen gehalten werden, auch offen bleiben für andere Energieträger. Ne? Also das ist ja immer das Problem, dass die Autobahn natürlich von allen genutzt werden kann, auch die Netze, also die Stromleitungen oder auch die Telekommunikationsleitungen müssen ja quasi für alle offen bleiben und das ist etwas, was die Bundesnetzagentur regelt. So, und jetzt grätscht der Europäische Gerichtshof da ganz intensiv rein und sagt, so wie ihr das gemacht habt hier in Deutschland, läuft es nicht konform mit den europäischen Richtlinien. Die Netzagentur ist nämlich direkt dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt. Und hinzu kommt eben außerdem noch, dass sie natürlich klar sich halten muss an die Vorgaben, die der Gesetzgeber, also insbesondere der Bundestag natürlich hier macht. Ne? Also wir haben einerseits die europäischen Richtlinien, die umgesetzt werden in deutsches Recht, aber eben durch eine Menge zusätzlichen Gesetze und Verordnungen. Und also das wird alles vom deutschen Gesetzgeber genau vorgegeben und das ist der Europäischen Gerichtshof ein Dornenauge, die sagen, naja, also ihr müsst hier viel unabhängiger agieren, als das bisher geschehen ist. So, und jetzt sind natürlich alle in heller Aufregung, insbesondere aus der Energiebranche, fürchten eben Unternehmen, ja, dass jetzt das Modell zerschossen wird und also auch die vernünftige Zusammenarbeit, die sie bis jetzt mit der Behörde betrieben haben, dass die in Gefahr gerät, ja, wenn die Behörde auf völlig neue Füße gestellt werden muss. Und dass Investitionen, die sie tätigen, auch, dass die Behörde sich selbst zu viel Macht gibt. Ja, ne? Zu viel Macht ist vielleicht eine Befürchtung, aber letztendlich war es ja dann auch so, dass die Agentur ja durchaus auch geleitet wurde von dem Willen des Gesetzgebers. Ne? Das ist jetzt auch ein scharfer Kritikpunkt an dem Urteil, dass gesagt wird, naja, hier die ganze Energiewende muss ja irgendwie gesteuert werden vom Gesetzgeber, also nicht nur von der Bundesregierung, sondern vor allen Dingen vom Parlament. Die muss ja der Behörde sagen können, wohin die Reise geht. Und in dem Moment, wo sie zu unabhängig wird, wo sie zu sehr ihre eigenen Regeln setzen darf, kann sich das abkoppeln von dem sehr demokratischen Ansatz, dass die Energiewende doch der Gesetzgeber organisieren muss. Das ist so ein bisschen der zentrale Streitpunkt jetzt. Ja, in der Tat kritisieren viele Energierechtler wirklich relativ weitreichend, dass sie da erhebliche rechtsstaatliche Bedenken hätten gegen das Urteil des EuGH, ne? Mhm. Also leider, war ich auch etwas überrascht. Leider muss man jetzt einfach damit leben, ne? Denn das ist ja nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Und die Bundesnetzagentur sagt erstmal also versucht hier natürlich für Rechtssicherheit zu sorgen, ja, und zu sagen, pass mal auf, wir halten uns jetzt erstmal an die Regeln, die uns gegeben wurde. Ja, alles andere wäre auch absurd, weil da jetzt ein Streit entstanden ist, ob die Richtlinien, das ist ja die Konsequenz, ne? Also wenn der Gesetzgeber, also nicht europarechtskonform tätig geworden ist, dann fallen ja eigentlich die Regeln weg und was bleibt, sind die europäischen Vorgaben und die können aber nur dann direkte Anwendung finden, wenn sie hinreichend konkret sind. Ne? Und da sagen jetzt eigentlich auch ziemlich viele, na, das sind sie nicht, ja, und deswegen würde jetzt die Bundesnetzagentur hier in der Schwebe hängen und das versucht man jetzt so ein bisschen zu vermeiden in der Übergangsphase, in der die Bundesnetzagentur sagt, ja, also wir bleiben an unserer Seite, ihr könnt euch auf uns verlassen und regeln den Übergang, den geordneten Übergang, bis der Gesetzgeber sich da gefunden hat. Und das kann ja durchaus irgendwie ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, ne? Ja, also vor allem in der jetzigen Situation. Genau, auf jeden Fall wegen der Bundestagswahl.
So, aber das wollten wir euch hier mal vorstellen, weil es wie gesagt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen sperrig klingt, aber dann doch in der Konsequenz ein ganz interessantes Urteil ist. Und darum soll es ja hier auch gehen. So, und jetzt war es das aber zu unserer Kategorie, was war, ne? Oder habe ich was vergessen? Nein, das war's. Alles gut. Genau, und jetzt kommen wir zu dem, was kommt. Genau, das kommt wieder von mir. Und zwar kommen von mir zwei sehr spannende Urteile des Bundesgerichtshofs, die am Donnerstag anstehen. Das eine ist aus meiner persönlichen Sicht noch spannender als das andere. Und zwar geht es im weitesten Sinne um den deutschen Rechtsmarkt. Es geht nämlich um Smart Law. Der BGH entscheidet am morgigen Donnerstag über den Vertragsgenerator von Smart Law. Das ist also eine Software, mit der sich Verbraucherinnen und Verbraucher, die nicht über Rechtskenntnisse verfügen, selbst Verträge generieren können. Das ist so eine Frage-Antwort-Technologie, wie so ein kleines Interview, und man gibt dann eben seine Antworten da ein. Und auf dieser Basis erstellt die Software individualisierte Vertragsdokumente, vor allem im Familien- und Erbrecht, Mietrecht und Arbeitsrecht. Und da muss ich an der Stelle quasi einen kleinen Transparenzhinweis machen, denn Smart Law war gegründet worden als Startup in Berlin, wurde dann aber 2014 von dem Kölner Rechts- und Informationsdienstleister Wolters Kluwer aufgekauft, zu dem ich bis vor kurzem auch gehört habe, weil nämlich die Legal Tribune auch zu Wolters Kluwer gehört. Und ich war ja lange Jahre Chefredakteurin der LTO. Deswegen bin ich da fast so ein bisschen befangen, weil nämlich die Kollegen von Smart Law sogar zu unserem etwas erweiterten Team gehört haben, also quasi zum Onliner-Team bei Wolters Kluwer. So, und der Witz an der Sache ist, dass Wolters Kluwer jetzt eben ja keine Anwaltshaftung oder so darstellt, sondern Wolters Kluwer ist eigentlich sowas, was Smart Law angeht, ein Verlag. So. Und das ist genau das Problem, das vor allem die Anwaltschaft jetzt hat. Die Anwaltschaft fühlt sich ja potenziell ohnehin bedroht von diesen neuen sogenannten Legal-Tech-Angeboten. Von dem Begriff kann man jetzt halten, was man will. Die Anwälte sehen sich da sozusagen in ihrem Markt ein bisschen bedroht und sagen natürlich, das sind eigentlich Anwaltsjobs. Und damit haben sie auch einen Punkt. In diesem Fall klagt die Anwaltskammer Hamburg gegen Wolters Kluwer, ist quasi jetzt Mutterkonzern von Smart Law. Argument, das Angebot verstößt gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz. Ich will da jetzt gar nicht zu doll einsteigen, denn das machen wir in der nächsten Woche bestimmt relativ ausführlich, wenn das Urteil dann da ist. Aber am Ende geht es um die Frage, ist das, was dieser Vertragsgenerator macht, eine Rechtsdienstleistung? Denn wenn es eine Rechtsdienstleistung wäre, dann dürften das eigentlich nur Anwälte und in bestimmten Menschen noch sozusagen Menschen mit einer Inkasso-Lizenz anbieten, aber eben nicht ein Verlag, hinter dem dann kein Anwalt und damit auch keine Anwaltshaftung steht, wenn da irgendwas schief geht mit diesen Verträgen. So, und in erster Instanz hat die Anwaltskammer Hamburg damit auch gewonnen. Das Landgericht Köln hat Smart Law als rechtswidrig angesehen und hat gesagt, das ist mehr als das bloße Überlassen von standardisierten Verträgen. In zweiter Instanz hat Wolters Kluwer, also hat Smart Law, aber gewonnen. Das OLG Köln hat das erstinstanzliche Urteil gekippt und so ein bisschen mit dem Argument, naja, eigentlich ist es ja dasselbe wie so Formularbücher, mit denen Anwälte zum Beispiel irgendwie ständig arbeiten, nur eben quasi erweitert in die digitale Welt. Das sei also zulässig und keine Rechtsdienstleistung. Und das OLG hat sich da auch so ein bisschen darauf bezogen, dass ja der BGH bisher relativ großzügig umgegangen ist mit anderen Legal-Tech-Modellen und dass man da auch mal so ein bisschen offener für die Zukunft sein müsse. Und jetzt wird der BGH am Donnerstag sein Urteil verkünden. Ich bin da sehr gespannt. In der mündlichen Verhandlung, in der ich selbst nicht war, muss ich dazu sagen, das habe ich nur von Dritten gehört, hat der Senat wohl relativ viele kritische Nachfragen gestellt. Und tatsächlich ist es auch aus meiner Sicht kein Selbstläufer, der diese anderen Legal-Tech-Entscheidungen, auf die man sich jetzt auch beim OLG so ein bisschen bezogen hat, betrafen schon sehr andere Sachverhalte. Also zum Beispiel so ähnlich wie diese Flightride, also da ging es um wenigermiete.de. Das sind dann relativ abgegrenzte Sachverhalte, die man halt mit der Hilfe von Legal-Tech-Plattformen lösen können soll. Und auch diese zum Beispiel eben bei wenigermiete.de, zahle ich zu viel Miete, da wurde auch eben gesagt, auch vom BGH, ja, das ist eine Rechtsdienstleistung, aber quasi auf der zweiten Ebene hat der Bundesgerichtshof dann gesagt, dafür muss man aber kein Anwalt sein, um die quasi betreiben zu dürfen, sondern es reicht auch eine Inkasso-Lizenz. Hier bei der Smart Law-Frage streitet man sich aber quasi auf der ersten Ebene, nämlich über die Frage, ist es überhaupt eine Rechtsdienstleistung? Und ich bin eigentlich schon der Meinung, dass möglicherweise der Senat da sagen könnte, das ist eine, und wenn da keine Anwaltshaftung dahinter hängt, dann gäbe es eben ein Problem. Aber diese Argumentation mit den Formularbüchern,
Büchern ist natürlich auch irgendwie tragfähig, zu sagen, naja, ein Formularbuch gibt ja auch Dinge vor, das ist jetzt auch nichts anderes. Nur das kann eben auch sein, dass sie sich eher auf diese Seite schlagen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist allerdings auch ein anderer Senat. Also bisher hat da immer der Mietrechtssenat entschieden und jetzt ist es der Wettbewerbssenat, der da zuständig sein wird. Ja, also das steht am Donnerstag an und am Donnerstag hat der Bundesgerichtshof auch noch etwas anderes zu entscheiden, das auch sehr massentauglich sein könnte, denn es geht nämlich um Influencer. Genau, ne? Das wird ebenfalls morgen früh verkündet und da geht es um drei Influencerinnen, darunter auch die Ehefrau von Mats Hummels. Wir wissen es alle nicht, ob es nicht nur die noch Ehefrau ist. Eigentlich sind das ja die wirklich relevanten Fragen. Ich kann nichts dazu sagen, es scheint immer noch nicht offiziell zu sein, ob sie sich jetzt getrennt haben. Ja, nein, vielleicht. Wir kommen vom Thema ab. Mats, Kathy Hummels ist eine bekannte. Also zurück zum BGH. Genau. Kathy Hummels ist eine bekannte Instagram-Influencerin und ist eine von den dreien, die jetzt da vor dem Bundesgerichtshof stehen. Und es geht am Ende immer um die Frage, ob die sogenannten Tab-Tags als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Also wenn man eben bei Instagram, keine Ahnung, sagt, das ist aber ein sehr leckerer Drink, dann kann das natürlich einerseits eine Meinungsäußerung sein, weil man einfach einen Drink lecker findet, aber es könnte natürlich andererseits auch Werbung sein. Das ist immer nur relevant, diese Frage, wenn eben Menschen eine gewisse Reichweite haben. Deswegen sind es ja sogenannte Influencer. Ich glaube aber ab 10.000 Follower oder so gilt man schon als Influencer. Von daher betrifft das gar nicht wenige Menschen. Und da ist jetzt eben die Frage, wenn ich dann das ein drittes Unternehmen tagge, ist das nicht quasi Werbung, die ich auch als solche kennzeichnen müsste? So, da haben die Gerichte bisher total unterschiedlich entschieden. Die einen sagen, das ist alles eine böse Sache, das muss gekennzeichnet sein. Und zwar auch dann, wenn ich für diesen Spruch zum Beispiel über den Drink gar keine Gegenleistung bekommen habe von dem Hersteller des Drinks. Ja. Das sind eigentlich die schwierigen Fälle. Genau, dann war man einfach geschäftsuntüchtig sozusagen. Genau. Ja? Und das ist dann das eigene Pech, wenn man sich auf so einen Deal einlässt. Aber gekennzeichnet werden muss es trotzdem, also das jedenfalls könnte. Genau, und auf der anderen Seite gibt es halt Gerichte, die sagen, naja, mal ganz ernsthaft, irgendwie auf so einem riesigen Instagram-Account, da ist es ja auch irgendwie klar, dass es im Zweifel um Werbung geht und das kann auch jeder Verbraucher erkennen, sozusagen. Und dann kommt es auch nicht darauf an, ob es da irgendwie eine Gegenleistung für gibt oder nicht. Ja, also es geht mal wieder darum, wie doof der Verbraucher eigentlich ist. Genau. Und wie sehr er auch vor sich genau. selber Genau, eigentlich natürlich ist. super spannende Entscheidung. Aber man muss sagen, es ist nur eher so begrenzt relevant, nämlich einerseits für die Vergangenheit, also für die Frage, ob diese wirklich große Abmahnwelle an die Influencer, das war so 2018, glaube ich, ob das jetzt berechtigt war. Aber es ist für die Zukunft gar nicht mehr so wichtig, denn es ist bereits noch nicht in Kraft getreten. Es tritt Ende Mai 2022 in Kraft. Es ist aber schon im Bundesgesetzblatt verkündet worden, das Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht. Und dort wird nämlich dann geregelt, dass wenn ein Influencer ein Produkt eines fremden Unternehmens dafür empfiehlt, ohne dafür Geld oder irgendeine andere Gegenleistung zu bekommen, dann liegt kein kommerzieller Zweck vor und dann muss er diese Empfehlung auch nicht als kommerziell kennzeichnen. Das heißt, so zumindest eine dieser Hauptfragen, über die der BGH jetzt entscheiden wird, wird sich von Gesetzes wegen ab Mai kommenden Jahres schon erledigen. Gut, also das in unserer Rubrik, was kommt. Ich hätte noch einen Nachtrag oder breche ich jetzt ungebührlich ab? Überhaupt nicht. Ich bin mit den Influencern durch. Sehr gut. Mir geht es nur darum, nochmal zu sagen, was gestern passiert ist, nämlich die EU-Kommission hat den Europäischen Gerichtshof aufgefordert, gegen Polen ein tägliches Zwangsgeld auszusprechen. Ne? Das ist der Streit, den wir hier in diesem Podcast schon x-mal hatten. Also Polen beschäftigt uns ja schon seit langer Zeit und da geht es ja immer wieder um die Frage, ist das, was da passiert, entspricht das noch rechtsstaatlichen Maßstäben? Ja, die vor allem der Umbau der Justiz. Ja. Genau, die EU-Kommission versucht da wirklich harte Bandagen einzuziehen und lange wurde jetzt auch gefordert, dass es zu diesem Zwangsgeld kommt. Da hat sich die EU-Kommission ein bisschen geziert und jetzt ist sie diesen Schritt gegangen. Polen ist natürlich ärgerlich, geht auf die Barrikaden und möchte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, denn das ist natürlich schon auch ein
starkes Ding, ja, wenn dieser Rechtsstaatsmechanismus dann auch nicht nur gezogen wird, sondern eben auch zu tatsächlichen Zwangszahlungen führt, die ja einen sechsstelligen Betrag annehmen können pro Tag. Also das wird etwas sein, womit sich jetzt der Europäische Gerichtshof beschäftigen muss und wo er das festsetzen muss. Also das wird noch ein Weilchen dauern. Ich wollte es jetzt hier nur einmal nachtragen, weil das hier immer ein wichtiges Thema war und uns weiter begleitet. Und wenn da es mal wieder mehr gibt als diesen Zwischenstand, würden wir da auch wieder vertiefter rein. Ja, ich fürchte auch, dass das Thema uns noch etwas begleiten wird. Also bis dann gibt es ja aus Polen nicht mehr als die Ansage, wir werden diese umstrittene Disziplinarkammer da irgendwie abschaffen an den polnischen Gerichten. Aber diese Disziplinarkammer arbeitet eben faktisch noch. Und jetzt zog sich das über Wochen hin. Das Parlament hat dann schon Druck gemacht auf die Kommission und so weiter. Und jetzt hat die Kommission dann vermutlich auch, nachdem in Polen es dann in der vergangenen Woche hieß, wir entscheiden jetzt immer noch nicht darüber, was wir eigentlich mit dem Vorrang europäischen Rechts vor polnischem Recht machen, hat jetzt die Kommission dann wahrscheinlich einfach nicht mehr weiter gewusst und sah sich dann doch irgendwie gezwungen, jetzt diese täglich anfallenden Strafen zu verhängen. Ja. Gut, dann sind wir jetzt aber beim gerechten Urteil. Ja, und da haben wir diese Woche ein sehr, sehr schönes gerechtes Urteil, von dem ich übrigens vor einer halben Stunde vom Landgericht Köln erst erfahren habe, dass Hot News ist rechtskräftig geworden ist. Ein jahrelanger Streit ist tatsächlich zu Ende gegangen. Und zwar geht es um eine Anwältin, die es in Juristenkreisen schon zu einer gewissen medialen Berühmtheit gebracht hat, und zwar als die sogenannte unwürdige Referendarin. Also da muss ich jetzt nochmal ein bisschen in die Vergangenheit schauen, um auch erklären zu können, was denn jetzt eigentlich entschieden wurde. Die Frau hat 2011 als sie Referendarin war, ihren staatsanwaltschaftlichen Ausbilder massiv beleidigt. Also er sei ein provinzieller Staatsanwalt, der nie aus dem Kaff rausgekommen ist, indem er versauert und sein Weltbild entspreche dem des typischen deutschen Staatsbürgers von 1940 mit seinem Leben und seiner Person, sei er so zufrieden wie das Loch vom Plumpsklo. Oh Gott, das ist ja das also war die so ist hinreißend. Da schon, ja, also die ist da schon freundlich ausgedrückt über die Stränge geschlagen. Und es gab dann deshalb ein Strafverfahren, in dessen Verlauf sie dann auch noch die zuständige Oberstaatsanwältin angegangen ist. Das ist allerdings ohne strafrechtliche Konsequenzen geblieben. Da hat sie der aber auch nochmal geschrieben, ich bestaune die Praxis der Staatsanwaltschaft, Rechtsbrüche zu verfolgen, ohne sich selber an das Recht zu halten. Sollte das eine Frage der inneren Einstellung sein, gehören sie nicht in den Justizdienst. Sollte das intellektuell bedingt sein, besuchen sie doch einmal eine Grundstudiumsvorlesung. Okay, so macht man sich halt einfach massiv beliebt. So, dann hat die Frau 2012 ihr Examen bestanden und wurde 2013 vom Amtsgericht in Aachen auch verurteilt wegen Beleidigung. Da ist sie zu einer Geldstrafe verurteilt worden. 2014 im August stellt die Frau den Antrag, zur Anwaltschaft zugelassen zu werden. Das dauert bei der zuständigen Anwaltskammer in Köln in der Regel 3 Monate, also die Bearbeitung dieses Antrags. Sie wurde allerdings erst beschieden im Mai 2015, also rund 9 Monate später. Und dann hat die Anwaltskammer den Antrag abgelehnt. Und so kam die Frau zu ihrem relativ hässlichen Beinamen, nämlich mit dem Argument, sie sei unwürdig zur Anwaltschaft zugelassen zu werden. Wegen eben dieser zitierten Vorgänge bestehe die Gefahr, dass sie ihre Stellung als Rechtsanwältin und Organ der Rechtspflege nicht zur ordnungsgemäßen Berufsausübung nutzen werde. So. Wollte die sich nicht gefallen lassen. Man kann sich ja denken, das ist eine relativ kämpferische Person. Die ist wirklich sehr kämpferisch und die sieht das auch so ein bisschen als großes Spiel an. Also sie hat hast mir auch mal am Telefon. Genau, ich wollte gerade fragen, hast du die mal gesprochen? Ich habe vor längerer Zeit, das ist schon Monate her, mal mit ihr gesprochen. Das heißt, ich habe jetzt hier auch keine O-Töne mehr. Aber sie hat eben auch gesagt, naja, ich bin ja auch nicht Anwältin geworden, weil ich irgendwie ein besonders friedfertiger Typ bin. Und warum sollte ich nicht genauso, wie ich für meine Mandanten kämpfe, auch für mich kämpfen? So, in eigener Sache. Ne? Also die ist einfach, die sieht das alles sehr, sehr kämpferisch und sehr als auch ein bisschen als Sport an, glaube ich, und ist dann zum Anwaltsgerichtshof gegangen. Der hat im Oktober 2015 ihre Klage abgewiesen gegen diesen ablehnenden Bescheid der Anwaltskammer. Ja, die haben eben auch gesagt, naja, Beleidigung dieses Staatsanwalts sei schon sehr gravierend und eben ja auch nicht in so einer Momentaufnahme gefallen, sondern sie hatte das in der E-Mail geschrieben und vor allem, das zog sich auch so ein bisschen durch das gesamte Verfahren, sie hätte ja eigentlich nie eingesehen, dass sie einen Fehler gemacht hat. Ne, sondern es hieß dann immer, naja, sie bereuen das ja überhaupt nicht, sondern es fehlt ihnen nach wie vor an Einsicht und Reue. So. Hat sie sich immer noch nicht gefallen lassen, sondern geht zum Bundesgerichtshof. Der lehnt im Juni 2016 ihren Antrag auf Zulassung der Berufung ab. Die Frau ist also in allen Instanzen erfolglos und dann geht sie nach Karlsruhe.
Und im Oktober 2017 gewinnt sie vor dem Bundesverfassungsgericht. Die sagen, Verletzung des Grundrechts auf Berufsfreiheit. Es sei zwar richtig, dass die freie Berufswahl eingeschränkt werden darf, allerdings nur zum Schutz besonders wichtiger Gemeinschaftsgüter und das festgestellte Fehlverhalten. Und gutes Benehmen gehört nicht dazu, offensichtlich. Genau, genau. Also sie sagen halt, natürlich kann das schon irgendwie richtig sein, festgestelltes Fehlverhalten kann sozusagen schon dazu führen, dass man so irgendwie nicht sagen kann, so jemand kann man zur Anwaltschaft zulassen. Vor allem auch diese weiterhin bestehende Uneinsichtigkeit und die eigene Rechtfertigung der Tat. Da sagt auch das Bundesverfassungsgericht, ja, das passt schon, das kann sich schon zulasten eines Bewerbers auswirken. Aber die Karlsruher Richter haben eben auch gesagt, die Anwaltskammer Köln hätte nicht hinreichend einzelfallbezogen abgewogen zwischen quasi ihren Grundrechten und den Gemeinwohlbelangen, die dann mit ihrer Zulassung als Anwältin verbunden gewesen wären. Aber das ist ja nicht. Und das Bundesverfassungsgericht verweist. Genau, ja. Das ist nicht unser gerechtes Urteil. Also das Bundesverfassungsgericht hat der zwar recht gegeben, ne, aber. Genau, dann hatte sie ja immer noch keine Anwaltszulassung. Das heißt, sie wurde dann zurückverwiesen an den Anwaltsgerichtshof und der terminierte dann erst Ende August 2018. Zieht also nochmal fast ein Jahr nach dieser Entscheidung des Anwaltsgerichts, des Bundesverfassungsgerichts, pardon. So. Und dann landet sie wieder vorm Anwaltsgerichtshof, dann ist es August 2018, da einigt man sich dann mit der Anwaltskammer. Die Anwaltskammer Köln sagte dann, jetzt sind sie aber auch schon so lange sehr brav gewesen und so, wir sehen jetzt auch keine Hinderungsgründe mehr und wir lassen dich jetzt zu, so fertig. Und dann wird sie im September 2018 zur Anwaltschaft zugelassen. Man hätte jetzt denken können, jetzt sei Ruhe im Karton. Ja. Aber mitnichten. Im Oktober 2020, also 2 Jahre später, fordert sie 75.000 Euro und zwar von der Rechtsanwaltskammer Köln. Mit dem Argument, das sei der entgangene Gewinn, den sie normalerweise gemacht hätte, wenn sie nicht 3 Jahre und 8 Monate insgesamt zu spät zugelassen worden wäre. Und muss man ehrlich gesagt ja auch mal drüber nachdenken. Ne, das ist ja mal nicht total von der Hand zu weisen. Naja, also doch. Also, ich finde wirklich, dass es, diese Zahl, was hatte sie, wollte sie? 75.000 für fast 4 Jahre. Also das ist jetzt kein enorm hoher Gewinn. Da hat tatsächlich das Landgericht auch gesagt, ja, das nehmen wir dir auch ab und das hast du hinreichend als entgangen Gewinn irgendwie dargelegt. Sie hat quasi eben einfach gesagt, das habe ich dann verdient in den Jahren, als ich dann endlich mal anfangen konnte und das hätte ich eben sonst vor drei Jahre vorher verdienen können. Sie hat dann halt 3 Amtspflichtverletzungen moniert. Also erstens, dass eben über diesen Zulassungsantrag viel zu spät entschieden wurde. Wäre. Das hat ja schon mal irgendwie 9 Monate statt 3 Monate gedauert. Da hat das Landgericht Köln gesagt, ja, das könnte zwar richtig sein, aber das ist verjährt. Da hättest du dich früher melden müssen, denn spätestens im Mai 2015, als der Zulassungsantrag abgelehnt wurde, wusstest du ja, dass die sich damit rechtswidrig verhalten. So. Und das Wichtigste war aber natürlich, dass sie sagte, der Ablehnungsbescheid der Anwaltskammer damals, der war ja rechtswidrig, weil er eben verfassungswidrig war. So. Und deshalb schuldet ihr mir jetzt Geld. Und da hat das Landgericht Köln gesagt, ja, das könnte eine Amtspflichtverletzung durch die Anwaltskammer sein, aber die war nicht schuldhaft. Denn die Anwaltskammer hat ja sozusagen in 2 Instanzen auch Recht bekommen. Die hat ja vom AGH und vom BGH Recht bekommen, die beide gesagt haben, nee Leute, also das passt schon, dass wir die Frau nicht zur Anwaltschaft zulassen. Und auch deshalb finde ich das ganz spannend, das ist im Amtshaftungsrecht die sogenannte Kollegialgerichtslinie. Die besagt nämlich, dass in der Regel ein Beamter nicht schuldhaft handelt, wenn ein Kollegialgericht, das mit mehreren Richtern besetzt ist, seine Entscheidung als rechtmäßig angesehen hat. Die Idee dahinter ist total nachvollziehbar. Ein aber Beamter im Alltagsstress muss ja nicht mehr wissen, als ein Gericht, das sich dann irgendwie mit mehreren Richtern mit einer Entscheidung in Ruhe auseinandersetzen kann. So. Und da hat das Landgericht Köln dann gesagt, okay, kein Verschulden. Und selbst wenn es schuldhaft gewesen wäre, dann wäre auch das Ende 2018 verjährt. Das, finde ich, kann man sich durchaus irgendwie fragen, ob das so passt. Ne, denn damit hat man ihr quasi unterstellt, du hättest Ende 2015, also bevor überhaupt irgendein Gericht darüber entschieden hat, schon wissen müssen, dass hier eine Rechtsverletzung stattgefunden hat und deswegen hättest du nur bis Ende 2018 klagen dürfen. Die Verjährung, Schlaufe ist in der Tat ein bisschen schwierig, aber es lässt sich ja hören zu sagen, hier gibt es vielleicht ein Problem, aber jedenfalls nicht schuldhaft gehandelt. Und das ist ja quasi das Ergebnis, ist jetzt, dass die Anwaltskammer nicht zahlen muss, ne?
Genau, das Ergebnis ist, dass die Anwaltskammer nicht zahlen muss und das finde ich auch total berechtigt, denn ich meine, am Ende ist ja nun die Anwaltskammer, die hat ja keine völlige Amok-Entscheidung getroffen, ne, sondern es ist ja nun wirklich irgendwie echt nachvollziehbar, dass man sagt, na, das muss man sich aber schon mal angucken, ob man so jemanden in der Anwaltschaft haben möchte, und ich finde es auch sehr nachvollziehbar, diese Rechtsprechung, eben diese Kollegialgerichtslinie zu sagen, also wenn zwei Gerichte einem Beamten in Anführungszeichen in diesem Fall eben der Anwaltskammer Recht geben, dann kann es jetzt so falsch nicht gewesen sein, ansonsten würde der Staat ja ständig für fehlerhafte Entscheidungen haften. Ja. Also das würde dann wirklich schon sehr weit gehen. Wie gesagt, diese Verjährungskiste finde ich schwierig, aber am Ende geht es ja auch nicht ausschlaggebend um die Verjährung. Ja. Sozusagen, das war nur so eine Hilfsargumentation, genau, des Landgerichts Köln. Und wie gesagt, unglaublich aber war, die Kiste ist rechtskräftig geworden. Sie hat keine Berufung eingelegt, stand heute Morgen. Das sind die Hot News im gerechten Urteil der Woche. Ja. Schön, herzlichen Dank, dass du uns diesen wirklich glamourösen Fall nochmal näher gebracht hast. Glamourös ist auch sehr hübsch umschrieben, Corinna, finde ich gut. Dann sind wir jetzt also am Ende dieser Sendung angelangt. Ich kann vielleicht nochmal bitten, doch diesen Podcast auch zu unterstützen, eben nicht nur durch warme Worte, obwohl wir uns über die auch wirklich sehr freuen können. Von warmen Worten kann man zwar nicht abbeißen, aber man kann sich trotzdem sehr über sie freuen. Das tun wir im Übrigen auch sehr. Das, herzlichen Dank, dass du das noch, mein Gestammel, da nochmal so wunderbar zusammengefasst hast zum Ende hin. Also über die freuen wir uns natürlich auch sehr, aber wir würden uns auch natürlich über Abos freuen, für den FAZ-Einspruch, für das Magazin oder auch die FAZ als solche. Ne? Es studieren ja nicht alle Jura, die uns hören, und da gibt es natürlich auch genügend Angebote bei der FAZ, die uns weiterhelfen würden, auch mit diesem Podcast hier. Also das würde uns sehr freuen. Wir freuen uns über Feedback, gerne an einspruchpodcast@faz.de oder eben auf der entsprechenden Webseite, auf der FAZ-Net-Seite. Ja, und dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, ne, Pia? Ich danke für deine Ausführung. Und freuen uns auf die kommende Woche. Ja, freuen uns. Bis dann. Ach, da ist übrigens Helene Bobrowski hier an meiner Stelle, die ja auch schon viele kennen, die Kollegin hier auch aus Berlin, aus dem Politikressort. Die wird hier mit dir, liebe Pia, zusammen das Kind schaukeln, sage ich jetzt mal. Das wird spannend. Wir rocken das schon. Ja, passt schon. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.